Hallo YouTube, willkommen zu dieser Reaction. Wir reagieren auf: Es gibt 10 Fotos, die beweisen können, dass Zeitreisen existieren. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da, kommentiert, ob Zeitreisen existieren oder ob ihr schon mal gezeitreist seid und kommentiert andere Kommentare von Kommentaren, die kommentiert wurden. Ja, schaut bitte, bitte bis zum Ende, weil das letzte Foto, ey, es wird so krass werden. Was ist das? Ist Nicolas Cage ein Vampir? Das ist eine gute Frage. Wir schauen uns an. Du kennst sie sicherlich auch, all die Geschichten aus Fantasy-Romanen oder Sci-Fi-Filmen, die sich mit Zeitreisen beschäftigen. Wenn ihr das Der kennt, Gedanke, dann dass wir in die lasst ein Abo Zukunft da. reisen oder die Vergangenheit besuchen können, reizt uns Menschen seit jeher. Wie sieht die Welt in 200 Jahren aus? Was würdest du deinem Das ist jüngeren Ich eine gute sagen, wenn du es treffen Frage. würdest? Wie wäre es, bei wichtigen geschichtlichen Momenten dabei zu sein? Wissenschaftler haben die Möglichkeit von Zeitreisen bereits widerlegt und Logiker argumentieren damit, dass wir schon längst auf einen Zeitreisenden getroffen wären, wenn es irgendwann Sind mal wir in der das Zukunft schon? möglich wäre. Ich Aber komme aus vielleicht der sind wir ja auch schon auf Vergangenheit. solche getroffen und das Zeitreisen wird in der Zukunft sicher so gestaltet, dass es niemals auffallen könnte. Dieses Video präsentiert dir 10 Beispiele, die dieser Theorie einen Nährboden geben. Ja, Lass da bin uns ich mal loslegen. gespannt, was für 10 Bilder er jetzt zeigt. Ich trinke jetzt einen Waifu zum Frühstück. Ist dieses Gemälde der 1930er Jahre ein Beweis für Zeitreisen? Bei diesem Werk handelt es sich um ein berühmtes Gemälde aus dem Jahr 1937, das den Namen Mr. Pinken and the Settling of Springfield Aber was trägt. ist da jetzt Auf so den ersten sus Blick dran? offenbart es nichts Unnormales. Es zeigt eine Szene aus der Kolonialzeit. Ein Indianer sitzt in einem Boot und wirkt relativ normal. Er scheint lediglich kurz davor zu Aber sein, er hat eine Ladung in iPhone. seinem Boot zu transportieren. Aber worauf blickt er? Es ist kaum abzustreiten, dass der Gegenstand in seiner Hand wie ein Smartphone aussieht. Das Der dunkle stimmt. Fleck auf der Rückseite deutet sogar auf die Linse einer Kamera hin. Was hält Heute der war ein Mann in der dunkler Hand? Fleck. Eine Steintafel? Eine Art Monolith? Einen Kompass eventuell? Aber warum starrt er so fixiert darauf? Zumal es seltsam ist, dass er die einzige Person mit diesem Gegenstand ist, während Stimmt, er alle ist der anderen Indianer in der Einzige. Gegend herumstarren. Handelt es sich um einen Zeitreisenden mit einem Smartphone? Was denkst du? Ja, das ist ein Zeitreisender mit Smartphone. Handelt es sich bei Greta Thunberg um eine Zeitreisende? Wer nicht seit geraumer Zeit unter einem Stein gelebt hat, der weiß auch, wer Greta Thunberg ist. Die Ja. 16-Jährige macht seit längerem Schlagzeilen, dass sie sich in solch jungen Jahren schon massiv für den Klimaschutz einsetzt und auch vor Dialogen mit großen Politikern nicht zurückschreckt. Einige Menschen behaupten boshaft, dass sie eine Zeitreisende ist, die aus der Zukunft kommt, um unseren Stimmt, das Planeten zu muss retten. genauso Wenn du sein. das folgende Bild siehst, dann vergeht dir wahrscheinlich das Schmunzeln. Das ist ein Dass Menschen sich Smartphone. durchaus ähnlich sehen können, wissen wir. Aber dieses 120 Jahre alte Foto zeigt ein Mädchen auf Goldsuche, die Greta Thunberg wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Geht Gretas Mission, den Planeten zu retten, weit in die Vergangenheit zurück? Wenn dem so ist und dieses Foto den Beweis darstellt, ist sie offenbar nicht bloß in der heutigen Welt aktiv unterwegs, sondern bereist. Aber müsste die nicht eher so aus Zukunft kommen? Würde es nicht mehr Sinn ergeben so? Den kompletten Zeitstrahl der Menschheit. Kommt John Travolta aus der Vergangenheit? Kürzlich ist dieses Foto bei eBay aufgetaucht, wo es jemand zum Verkauf anbietet. Es soll den ultimativen Beweis darstellen, dass es sich auch bei John Travolta um einen Zeitreisenden Wer handelt. ist das? Zunächst denkst du auch sicher, das ist doch nichts Besonderes, dass jemand wie John Travolta aussieht. Was aber derart verwunderlich Nee, ist, aber, es besteht also, nicht for nur real, eine wer ist das? allgemeine Ähnlichkeit, denn die Person auf dem Bild weist die gleichen Augen, den gleichen Haaransatz und das gleiche charakterliche Kinn wie Travolta auf. Außerdem versprüht John Travolta ohnehin eine mysteriöse Aura, die seit dem Scientology-Eintritt erst recht verstärkt wurde. Schließlich glaubt die Sekte an Reinkarnation, und wenn das stimmt, dann sind auch Zeitreisen kein unlogischer Schluss mehr. Also wir Wie haben lange jetzt existiert John Travolta zwei schon, und Leute, die wieso scheint er nicht aussehen recht zu wie altern? eine andere Person, Dies kann doch okay. nicht lediglich durch Schönheitseingriffe erreicht werden. Und der Typ mit dem Stein in Steckt der am Hand. Ende doch Wahrheit hinter der Theorie? Beweist dieses Foto, dass Zeitreisen möglich sind? Bilder können lügen. Das wissen wir als Photoshop-Generation sehr gut. Aber es gibt Bilder, die so alt und in offiziellen Büchern zu finden sind, sodass wir sagen können, hier wurde nichts bearbeitet. Zu diesen Bildern zählt das Folgende. Wie du siehst, sitzt hier ein Mann entspannt auf einem Steinvorsprung und blickt in die Kamera. Aber irgendetwas stimmt nicht. Fällt es dir auf? Wirkt Nee, der Mann was nicht denn? total deplatziert? Er trägt ein Sportshirt, eine Baggy-Hose, keinen Hut und lässt stattdessen den Wind durch seine wuschelige Frisur wehen, Er die hat ebenfalls keinen nicht zu der Hut Zeit auf. passt, die das Foto einfängt. Rechts von ihm zeigt eine Frau mit dem Finger auf ihn und auf der linken Seite schaut ein Mann sehr aufgeregt zu ihm. Ja, aber
Hä, der hat doch genau die gleiche Hose an, oder? Und der hat doch auch ein T-Shirt. Aber stimmt, der hat keinen Hut. Das muss es sein. Ja. Ihm herüber. Es wirkt so, als käme dieser Mann aus einer anderen Zeit. Hat die USA während des Kalten Krieges Zeitreisen entdeckt? Ein US-Rechtsanwalt mit dem Namen Andrew Basiago versucht seit geraumer Zeit, das Projekt Pegasus aufzudecken. Dabei handelte es sich um eine Top-Secret-Angelegenheit der USA Pegasus. während des Kalten Krieges. Sass. Ziel des Projekts? Die USA Amorus. versuchte offenbar, das Raum-Zeit-Kontinuum zu manipulieren, um den technologischen Fortschritt somit zu gewinnen. Basiago selbst behauptete, dass er in die Zeit zurückgeschickt wurde, um im Jahr 1863 Oh Abraham je, Lincolns dem geht's berühmter gar nicht gut. Gettysburg-Rede beizuwohnen. Auf diesem Bild soll er zu sehen sein. Auch sein Vater wusste und arbeitete an dem Projekt, bis es im Jahr 1986 eingestellt wurde, da es zu große Gefahren barg. Offenbar machten sich Wissenschaftler Einsteins Relativitätstheorie und die Idee von Wurmlöchern im Universum zunutze, um Menschen durch die Zeit reisen zu lassen. Es mag unglaubwürdig klingen, aber warum sollte ein gestandener, gebildeter Rechtsanwalt mit solchen Stories seinen Ruf freiwillig beschädigen? Stimmt, warum sollte er das machen? Ergibt gar keinen Sinn. Kommt dieser Punk aus einer anderen Zeit? Wenige Blicke genügen und du erkennst, dass dieses Foto aus einer anderen Zeit stammt. Die Art, wie die Menschen gekleidet sind, aber auch Pferde, Kutschen, Boote und Häuser deuten darauf. Inmitten des Trubels gesellt sich erneut ein Mensch, der wirklich nicht hineinpasst. Relativ mittig ist jemand zu sehen, der von seinen Hä? Entdeckern nur als der Punk bezeichnet wird. Auch hier ist es schwer zu begreifen, warum dieser Mensch Der viele passt doch Jahrzehnte vor der voll gut da Punkbewegung mit rein. so einem Haarschnitt herumläuft und ein ärmelloses Shirt sowie Hosenträger anhat. Es Zeigen Sie ist eher nochmal das Bild. unwahrscheinlich, dass es sich dabei um jemanden handelt, der den Punk-Trend einfach 17 Jahre vor. Ja, weiß ich jetzt nicht. Als ob die so die ganzen Frisuren da analysiert haben von der Zeit. Heißt das, das ist halt Trendsetter einfach. Und das Shirt ist jetzt halt, weiß nicht, ist halt so ein Arbeiter dort. Voraus war. Kein Wunder, dass die Theorien rund um Zeitreisende einfach nicht abreißen wollen, wenn es solche seltsamen Aufnahmen aus der Vergangenheit gibt. Er hat diesen echt seltsam. Krass. Was hat dieser Mann am Strand in der Hand? Ähnlich wie in dem Porträt zuvor, in dem ein Indianer zu sehen ist, der ein Smartphone zu halten scheint, blickt auch dieser Mann in dem Foto auf einen seltsamen Gegenstand in seiner Hand. Klar ist, auch hier ist es am Bild abzulesen, dass es aus einer anderen Zeit stammt. Geschossen wurde es im September 1943 und erneut fällt die genannte Person nicht nur durch ihr Verhalten, sondern auch durch die seltsame Kleidung auf, die nicht wirklich ins Bild der damaligen Strandbikini-Mode passt. Außerdem blickt der Mann in dem Foto verdächtig nach unten und erinnert in seiner ganzen Haltung vom Körper bis zu den Händen an einen Smartphone-Nutzer, wie du ihn heute an jeder Ecke siehst. Wenn es kein Handy ist, was hält die Person sonst in den Händen? Ja, der Weder kann gab es alles in der damals Hand Game Boys noch halten. andere tragbare Konsolen oder Computer. Du Vielleicht kannst schaut er einfach wahrscheinlich nur, genau wie wir nur weiß nicht, auf mutmaßen. seine Hände oder so. Ich Wurde grüße im Charlie Chaplin Zeuge Unterrichtszimmer, einer Quentin Zeitreisenden? 19. Im Jahr 2010 wurde ein Clip auf YouTube hochgeladen, der eine bis dahin weitestgehend unbekannte Szene aus dem Film The Circus zeigt. Es handelt sich dabei um einen Filmklassiker mit Charlie Chaplin. Aber auch hier taucht eine Person auf, die in seltsamer Weise so wirkt, als würde sie dort gar nicht reingehören. Die Frau, die du im Hintergrund siehst, hält ein Vielleicht seltsames das Gerät an ihr Zebra. Ohr. Es sieht so aus, als würde es sich um ein tragbares Telefon handeln. Handys waren aber im Jahre des Films, nämlich 1928, noch nicht mal eine fixe Idee. Andere Experten sagen, es handelt sich um eine Art Hörgerät, da diese zu der Zeit schwer im Kommen waren. Die hohe Anzahl an seltsamen Personen in alten Bildern lässt aber sicher auch dich langsam ins Grübeln kommen. Nee, eigentlich gar nicht. Ist dieser Also so Hipster durch die überhaupt Zeit nicht. gereist? Ein letztes Beispiel für eine völlig befremdlich wirkende Person auf einem alten Foto haben wir noch für dich. Ja, Und dieses bitte Foto gib's ist mir. um die Welt gegangen, weil seine Authentizität bestätigt wurde. Dieses Bild aus dem Jahr 1941 trägt wahrscheinlich den ersten Hipster der Weltgeschichte. Er befindet sich in einer kleinen Menschenmenge am Tag der South Fork Bridge Eröffnung in British Columbia. Wie du siehst, sticht er heraus, da er für die Zeit eine unübliche, viel zu moderne Sonnenbrille und ein Shirt trägt, auf dem untypischer Aufdruck zu sehen ist. Zwar gibt es immer wieder Erklärungsversuche, zum Und Beispiel soll die warum? Sonnenbrille damals in bestimmten Teilen der USA bereits verkauft worden und der Print. Aber warum sollte der jetzt halt nicht aus der Zeit kommen? Also warum sollte der jetzt extra zurückreisen, um diesen Trend dort zu starten oder was? Also, ich weiß nicht, es muss ja irgendwen geben, der damit Auf dem Shirt anfängt, könnte ein so. Aufnäher sein, aber so richtig widerlegt ist damit nicht, dass hier eventuell jemand aus der Zukunft gekommen ist, um das besondere Event live zu erleben. Ah, true. Ist Nicolas Cage ein Vampir? Erneut geht es um ein Bild, das auf eBay verkauft wurde.
Junge. Für eine schlappe Million Dollar konnte man ein Foto einer Person erwerben, die im mehr. Jahr 1870 lebte und genauso aussieht wie Nicolas Cage. Stimmt, ob er einfach denselben Genpool hatte oder vielleicht sogar mit Nicolas Cage verwandt war, ist nicht bekannt. Die Lösung scheint aber auf der Hand zu liegen. Wie auch John Travolta hat Nicolas Cage die Gabe, durch die Zeit zu reisen. Wobei andere Quellen fest davon überzeugt sind, dass Cage sogar ein Vampir oder ein Zombie ist. Dazu trägt dieser mit seinem seltsamen Verhalten, geprägt von exzentrischen Ausbrüchen und überdramatischen Gesichtsausdrücken, auch bei. Bist du nun auch überzeugt? Nee, kein bisschen. Ich will es auch gar nicht weiter zu Ende schauen. Ja, Baba Video. Lasst ein Like da. Danke fürs bis zu Ende schauen. Und ja, abonniert den Channel.